So, ihr Lieben da draußen, hallo. Heute habe ich mal etwas ganz anderes für euch. Nichts mit Emacs, Programmieren, Daten oder sonstiges, sondern heute habe ich die echt freudige Ehre, mit euch einen Manga, also einen japanischen Comic, auszupacken. Ein Unboxing-Video quasi. Ein Manga von einem Künstler, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist der Künstler Reiji Matsumoto, der dieses Jahr vor knapp 3 Wochen am 13. Februar verstorben ist. Und es geht um sein Werk Die Königin der 1000 Jahre, auf Englisch Queen Millennia oder auf Japanisch Senen Jo. Und Die Königin der 1000 Jahre ist ein Werk, mit dem ich ganz enorme Kindheitserinnerungen verbinde. Die Königin der 1000 Jahre wurde nämlich dann auch als Anime-Serie herausgebracht, als Zeichentrickfilm, als Serie mit 42 Folgen. Und diese Serie wurde dann tatsächlich, weil sie in Japan so erfolgreich war, auch in andere Länder verkauft und synchronisiert, neben Italien, Spanien, Frankreich, eben auch Deutschland. Und da kam es dann 1991 und 1992, da lief es zweimal, also zweimal liefen die 42 Folgen durch, und zwar auf den damaligen und ja auch heute noch Münchner Sender Tele5. Allerdings stellte dann Tele5 1992 den Betrieb ein. Und mir ist das als Kind damals einfach so in Erinnerung geblieben, diese Serie, die war so ganz anders als andere Serien, die ich kannte. Klar kannte man da schon japanische Zeichentrickfilme, auch wenn es einem gar nicht vielleicht so bewusst war. So war zum Beispiel Heidi ein Anime, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Captain Future oder dann eben, was auch auf Tele5 lief, Saber Rider und die Starchefs, zwar in einer total verhunzten, also durch die Amerikaner verhunzten Version, die da eigentlich komplett was anderes draus gemacht haben, aber nichtsdestotrotz ein Anime, und da drin in diesem Nachmittagsslot bei diesem Kinderprogramm Bim Bambino lief dann Die Königin der 1000 Jahre. Und ich kann mich erinnern, ich bin ja in einem katholischen Bayern aufgewachsen, und im katholischen Bayern, bei uns gab es immer Donnerstag 16 Uhr die Kindermette, und man war auch Ministrant. Und ich weiß noch, kurz davor lief immer Die Königin der 1000 Jahre, und ich musste halt in die Kirche gehen und saß da immer drin und konnte mich auf gar nichts anderes konzentrieren und habe immer nur, auch mit meinem damaligen Kumpel, nur über diese Serie gesprochen, wie krass die doch ist und wie tiefgehend und was da alles passiert. Und das ist wirklich so eine Kindheitserinnerung. Das blieb mir wirklich daran hängen, wie ich in dieser Kirchenbank saß und mich null auf irgendwas anderes konzentrieren konnte und nur diesen Anime, diese Episoden, die davor liefen, im Kopf hatte und darüber nachdenken musste, weil da ging es auch so krass um Verlust. Ja, der Hauptprotagonist Hajime verliert ziemlich am Anfang seine Eltern und wird dann in diese krasse Story hineingenommen und muss sich entscheiden, und ja, einfach so krass, ja, für so ein Kind. Man konnte sich da so mit hineinversetzen, hat da so mitgefiebert. Also ganz, ganz tolle Story, und jetzt kam der Manga, auf dem das Ganze basiert, eben nochmal in einer Jubiläumsedition raus, und ich werde das dann im Unboxing erklären, warum das ein Jubiläum ist, und wünsche jetzt einfach euch viel Spaß beim Unboxing dieses Mangas, und vielleicht werde ich noch das ein oder andere Video zu Reiji Matsumoto machen und vor allem auch der Königin der 1000 Jahre. Bis dann, viel Spaß dabei. So, dann wollen wir uns hier mal anschauen, was da jetzt gerade von Amazon Japan per Expresslieferung ankam. Schauen wir da mal rein. Oh, und hier sehen wir ein sehr, sehr dickes und schweres Paket, die Königin der 1000 Jahre, Special Edition,
erschienen am 28. Februar 2023 zum 70-jährigen Jubiläum von Reiji Matsumotos Schaffenskünsten, ja, der mit 15 seinen ersten Manga publiziert hat, der bei einem Wettbewerb gewonnen hat und genau vor 40 Jahren, nämlich 1983, kam Königin der 1000 Jahre, Queen Millennia oder Senencho als Manga heraus, zwar schon ab 1981 in einer Tageszeitung als kleine Shorts, aber als sogenannter Bunkobon oder Tankobon, also als Band, als Einzelband, kamen die im Shueisha Verlag 1983 heraus. Und das hat sich jetzt zum 40. Mal gejährt und leider auch dieses Jahr, am 13. Februar, ist Reiji Matsumoto mit 85 Jahren, im Alter von 85 Jahren, leider verstorben, von uns gegangen. Somit ist es nicht nur in diese Richtung ein Jubiläum, sondern tatsächlich erscheint dieser Sammelband auch in seinem Todesjahr. Ja, und wir das Ganze, ich weiß gar nicht, wie viel Yen umgerechnet, hat das Ganze ca. 75 Euro gekostet, diese zwei Bände. Ich versuche das jetzt hier mal auszupacken. Also es ist ein wirklich schöner Schuber hier. Und einmal der erste Band, Ue, und der zweite Band, Sta. Und hier noch so ein kleines Sonderheftchen. Schauen wir mal, was das hier ist. Mhm. Hier sehen wir die Königin der 1000 Jahre oder wie sie bei Galaxy Express 999 oder 999 heißt, Mai Tell. Ja, Artworks. Oh, hier ein Poster. Ein ausklappbares. Oh ja. Das ist wirklich nice. Hammer. Sehr schön, sehr schön. Ach, die Charakterdesigns von Matsumoto sind einfach so wunderbar, so einzigartig, so eingängig. Und hier auch immer sein Fable zu Technik, die er mit seinem Bruder teilt. Sehr schön. Schönes, kleines, nettes Artbook hier. Auch ein bisschen neckisch gemacht, das Ganze. Müsste ich dann mal nachlesen, woher diese Artworks kommen. Von wann die entstanden sind. Sehr nice. Okay, dann schauen wir uns doch mal die einzelnen Bände an. Wenn wir das hier rauskriegen. Sehr fest hier drin. Ah ja, okay. Das ist hier so leichtes Softcover, so eine, schätze ich, so eine Fadenheftbindung, aber das Ganze ein bisschen hier flexibel. Ja, man sieht das hier schon an der Dicke. Wahrscheinlich die einzelnen ursprünglichen Bände, die Einteilung. Hier hinten in Romaji das Ganze. Und hier auf Japanisch. Das kann man ein bisschen wegtun. Ja, hier wieder auch mit einem ausklappbaren Artwork. Oh, diesmal in diese Richtung. Nach unten geht das. Genauso auch in die andere Richtung. Sehr schön. Sehr schön. Yayoi oder die Königin der 1000 Jahre hier mit Hashime zu sehen. Ah, hier die Geschichte.
Der Königin der 1000 Jahre. Die Bibliografie. Und hier noch der Hinweis auf das Special Interview. Und dann fängt schon an. Und hier, was ich auch so schön finde, dass die Kolorierung ja auf den ersten Seiten ja relativ üblich bei Mangas, vor allem bei den ersten Episoden, dass diese hier angepasst wurde. Und zwar eben so, wie sie im, in den frühen 80ern eben erschienen ist. Also man sieht hier ein bisschen das Ganze ein bisschen mehr Pastellfarben. Sehr schön. Ah, die Kolorierung geht auch ein paar Seiten weiter. Ja, das ist doch wirklich ganz schön in diesem Retro-Stil auch, ja, so wie man sich das erwartet. Es geht schon ein paar Seiten hier. Ah ja, hier fängt es dann an, schwarz-weiß zu werden. Gut, und die ganze Geschichte, die kann ich jetzt natürlich nicht erzählen. Das sollte in einem extra Video kommen, aber dann haben wir eben hier die einzelnen Bände. Unterbrochen durch kleine Artikel. Ah, hier ist das, fängt das Interview an. Also immer wieder hier unterbrochen, hier auch wieder. Ah, die eine Kosmologie. Wie passen die einzelnen Figuren im sogenannten Legiverse zusammen? Oder auch nicht, ja, wo sind die Brüche? Ah, hier kommen wieder kolorierte Seiten. Wahrscheinlich immer am Anfang eines ursprünglichen Bunkobons oder Tankobons. Hier wieder ein Interview. Und hier wieder die kolorierten Seiten, sehr schön. Also die Aufmachung ist einfach genial in diesem Retro-Stil. Wunderschön gemacht, ah, wirklich hervorragend. Ja, ich bin gespannt, das Ganze zu lesen und auch zu verstehen, was gar nicht so einfach ist. Okay, also der erste Band, wunderbar. Und schauen wir jetzt noch den zweiten Band an. Auch sehr schönes Art-Design, Cover-Design, sehr, sehr schön. Sehr hochwertige Aufmachung. Auch die Seiten sind richtig dick und wertig. Hier auch wieder ein kleines Artwork aus Klöpfer. Jojo, jetzt Kino, die Königin der 1000 Jahre. Und hier nochmal. Ah, im Hintergrund die ewige Königin, die Königin Mutter. Was verspricht uns dieser Band? Wieder ein paar Hintergründe zu den verschiedenen Erscheinungsformen. Und hier dann die letzten Parts. Hier keine Kolorierung allerdings. Und schauen wir mal. Oh, sehr schön. Also die Zeichnungen von Matsumoto sind einfach auch hervorragend. Schon was hier unterbrochen wird. Was kommt hier noch? Nein. Ah, wieder ein Hinweis auf die Kosmologie, auf die Verbindungen ins Legiverse. Hier auch nochmal. Und nochmal ein Guidance, was auch immer, ein Führer. Wie gesagt, das muss ich alles noch eruieren, was hier genau drin steht. Und ja, der Abschluss. Am Schluss haben wir... Nein, am Schluss kommt hier nichts mehr, aber trotzdem, oh, ich sehe es gerade, ah, hier, ein, auch der Innenband hier, sehr schön, sehr hochwertig gestaltet, und das Ganze in diesem Schutzumschlag eingeschlagen. Ja, wunderbar, ich freue mich, ich denke, diese 70 oder 75 Euro umgerechnet ungefähr, waren es wirklich wert. Ich freue mich, das Ganze noch
näher zu erkunden und die Guidances zu lesen, die Interviews mir anzuschauen, wer genau da überhaupt interviewt wird. Ich glaube, es sind ja von zwei Mitarbeitern von Matsumoto, die hier ja, vor allem für das Mecha-Design, glaube ich, und so weiter zuständig waren. Also ich freue mich, das weiter zu erkunden und ja, werde Weiteres hier berichten.